Das war einfach von Haus aus eigentlich immer klar, dass ich der Bauer wäre. Und sagt, sie hat lachen müssen über mein Angebot, weil drin gestanden ist, dass sie im Stall mithelfen darf. Und sie hat sich das durchgelesen und hat noch gelacht, sagt sie, im Urlaub will sie sicher nicht arbeiten und dann vielleicht im Stall mithelfen. Ja, und sie waren dann da und ab dem zweiten Tag war sie jeden Tag im Stall, hat die Kühe gefüttert, hat die größte Freude damit gehabt. Und sie hat nie geglaubt, dass sie das interessiert. Sie ist eigentlich nur, wenn die Kinder kommen. Ne? Der Stall geht immer so 5:45 los, 7:30 frühstücken, 8:00. Und dann reißt er den Tag ein bisschen ein. Und wenn das Wetter passt, zum Beispiel so schön wie heute ist, dann kann es schon sein, dass wir Vormittag auf die Berge sind. Mal bin ich allein, dann bin ich ein bisschen flotter unterwegs oder mal mit meiner Frau. Ist halt gerade passt. Die meisten sind so Erwachsene mit Kindern, auch für junge Familien, die was einfach die Kinder nochmal im Bauernhof zeigen wollen, die was genießen, dass sie eigentlich gemütlich eigentlich einmal in der Sonne sitzen können und sie die Kinder selber beschäftigen, dass sie eigentlich nicht den ganzen Tag immer einen Animateur machen müssen und das geht halt ganz gut am Bauernhof, weil er eigentlich relativ übersichtlich ist und sicher ausgestattet ist und man weiß meistens, wo es um einen ging. Also ich mache hauptsächlich im Winter Skitourenrennen, wenn ich Zeit habe. Und da ist zum Beispiel wie die Mountain Attack in Schladming eher so lange Sachen mit 3000 Höhenmetern auf und ab. Skifahren kann ich auch halbwegs, durch das passt das ganz gut. Und ja, die Schnellsten sind halt die Schnellsten. Und das hat mich immer als Kind auch schon immer gereizt, das Wettkampf habe ich immer schon ein bisschen drin gehabt. Ich glaube, wenn man das im Leben hat, hat man das eigentlich überall in seine Phasen drin. Aber ich glaube, den Plan und die Zielstrebigkeit, wenn man den im Sport hat, hat man es wahrscheinlich meistens in der Arbeit auch.